Hi, ich hoffe, das Licht ist in Ordnung, weil ich die Lampen ein bisschen weiter weggestellt habe, weil ich gleich hin und her rennen muss, weil ich Bücher aus den Bücherregalen holen möchte. Ich habe nämlich letzte Woche, glaube ich, bei Jessie the Reader ein Book-Challenge-Tag, was auch immer, gesehen, das er sich ausgedacht hat. Das ist so ein amerikanischer, ich glaube, amerikanischer Booktuber, englischsprachiger. Ich verlinke euch mal das Original in der Infobox. Und das heißt Flip the Page Book Challenge. Und man baut sich quasi eine neue Identität, ein neues Leben auf, indem man halt random Bücher aus dem eigenen Bücherregal zieht und Sachen dadurch rausfindet über sein eigenes Buchleben quasi. Wir fangen mal an, dann wisst ihr, was ich meine, wenn es soweit ist. Die erste Frage, es geht darum, ein random Buch halt aus dem Bücherregal zu ziehen und rauszufinden, was mein neuer Identitätsname ist, weil ich muss scheinbar meinen Namen ändern, weil irgendwas passiert ist und ich muss untertauchen. Und ja, wie ich die random Bücher raussuchen werde, ist, ich habe hier einen Zahlengenerator ganz normal im Internet gefunden, werde einmal eine Zahl ziehen für mein Bücherregal, dann das zweite Mal eine Zahl ziehen für ein Buch auf diesem Regal. Da werde ich natürlich jedes Mal zählen müssen, wie viele Bücher auf dem Regal stehen. Und dann das dritte Mal eine random Zahl ziehen quasi für die Seitenzahl, welche auf welche Seite ich gucken muss. Und der erste Name, der auf dieser Seite steht, ist mein neuer Name. So, ich habe jetzt 1 bis 13 aufgeschrieben, weil das meine so viele Bücherregale, Bücher, ihr wisst schon, was ich meine, so viel habe ich halt. Da hinten fängt 1 an, hier ist Nummer 13, das untere ist 13, ja. Und mal gucken, welche Zahl es ist. Nummer 11. Das heißt, wenn das 12 und 13 ist, ist da Nummer 11, da hinten. Nummer 11 ist das Regal ganz unten, wo aussortierte Bücher stehen. Eigentlich stehen hier überall aussortierte Bücher, aber das ganz unten, das so vollgestopft ist. Ich muss mal zählen, wie viele Bücher da überhaupt stehen. Ich habe jetzt mal die vorderen 14 genommen, weil ich nicht dahinter kochen will. So viel Zeit habe ich heute nicht. Deswegen machen wir mal schnell. Zufällig die Nummer 3. Das war dieses gute Stück. Gut, kann das auch für immer sein, habe ich nicht gelesen. Habe ich ungelesen wieder aussortiert, weil ich die ersten beiden nicht mochte. Aber ich habe jetzt mal geguckt, wie viele Seiten es hat, 317. Und der Randomizer hat mir ausgespuckt, Seite 90. Deswegen gucken wir mal, welchen Namen ich als erstes auf Seite 90 sehe. Das wird mein neuer Name, egal ob männlicher oder weiblicher. Avi. Avi, das war eigentlich der männliche israelische Protagonist. Aber gut, ich heiße ab jetzt Avi. Dann, wenn man untertauchen will, muss man natürlich auch eine neue Location finden, wo man hinzieht. Ich hoffe auf ein Fantasyland, aber wir werden es sehen. Diesmal war es Regal Nummer 4. Das ist das, wo die Bücher jetzt komisch stehen, weil ich alles zur Seite geschoben habe. Es war Buch Nummer 3. Das ist Angel Fall, Tag der Dunkelheit, der dritte Band. Und es ist Seite 152. Also mal gucken, was die erste Stadt, der Ort ist, den ich zuerst sehe. Das spielt natürlich zwar in der Zukunft, in der Fantasy-Zukunft, aber immer noch in unserer Welt. Von daher wird das jetzt nicht viel anders sein. Da fängt Kapitel 24 an. Mal gucken, was da als erste Stadt steht. Okay, auf der Seite war kein Ort. Ich musste 2 Seiten weiter blättern und der einzige Ort, den ich da gefunden habe, es war ein Widerstandscamp. Also scheinbar ziehe ich in ein Widerstandscamp. Die Frage ist nur, Widerstand gegen was? Aber hey, vielleicht bin ich da gut untergetaucht mit meinem neuen Namen. Natürlich brauche ich auch einen neuen Job im Widerstandscamp. Und dafür habe ich jetzt Walking Disaster rausgesucht. Das war wieder Regalbrett Nummer 11. Das war Buch Nummer 6. Und auf Seite 233, der erste Job, den man da sieht, das wird mein Job. Mal gucken, was da so steht. Ich habe einen Fehler gemacht. Das erste Objekt, das ich finde auf der Seite, daraus soll ich einen Job generieren. Also das erste Objekt ist Lächeln. Ist das ein Objekt? Nein, ne? Hier ist ein eng langes Dialog, von daher sind da nicht so viele Objekte drin. Moment. Frühstücksbar. Frühstücksbar. Das heißt, ich werde in einem Café arbeiten, wo man auch Frühstück serviert an der Bar und beziehungsweise all you can eat wahrscheinlich. Da bin ich sowas wie eine Kellnerin. Okay, warum nicht? Gibt es überhaupt sowas wie eine Frühstücksbar in einem Widerstandscamp? Naja, ich hinterfrage es mal nicht.
Die nächste Aufgabe ist auf jeden Fall, jemanden zu finden, in den du dich verliebst. Jemand, der mit dir dort arbeitet und mit dem du dann anbandelst. Und der verrückte Randomizer hat mich doch tatsächlich zu demselben Buch geführt. Warum? Ich weiß es nicht. Ich will nämlich mit keinem davon was anfangen. Aber ja, muss ich wohl. Diesmal ist es die Seite 237. Mal gucken, wessen Namen ich da als erstes sehe. Wen wohl? Eins von den beiden Protagonisten, die ich beide nicht mag. Aber mal gucken, wessen Name? Abby. Abby, ich bin halt scheinbar lesbisch in diesem neuen Universum. Aber gut, Abby, besser als der Typ. Lieber Abby als Travis, wie auch immer der Typ heißt. Die nächste Challenge ist, das erste Stück Dialog, das ich sehe, wird mein Anmachspruch an Abby sein. Wie spreche ich Abby ein, um sie zu einem Date anzuladen? Und diesmal ist es bei Regalbrett Nummer 7 gelandet. Das ist das hier oben, wo meine Hörbücher stehen. Ich dachte, ich nehme Hörbücher mit rein, bis ich gecheckt habe, dass ich da ja keine Seitenanzahl machen kann. Dann habe ich nur die Bücher genommen, die da stehen. Und zwar Buch Nummer 4, was einfach Leseproben sind. Aber gut, was soll's. Es ist 164 die Seite. Das heißt, die meisten Bücher davon habe ich gar nicht gelesen. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja auch um das erste Stück Dialog, das ich auf der Seite sehe. Tegan steht hier. Das ist ein Name. Ist das jetzt mein Spitzname an Abby? Tegan? Ist aber ein bisschen zu lang. Okay, ich gehe mal zu einem richtigen Satz. Es heißt nämlich, du hast dein Voodoo, ja? Lass sie in die Wand schweben. Was ist das denn für eine Pickup-Line? Was ist das denn für ein Anmachspruch? Du hast dein Voodoo, ja? Du hast dein Voodoo auf mich versprüht, sodass ich dir verfallen bin. Okay, ich muss ja damit gehen. Was soll's? Und wer hat es gedacht, mein Anmachspruch hat geholfen. Ich habe die Frau meiner Träume bekommen. Und jetzt, was ist das nächste? Natürlich werde ich ihren Heiratsantrag machen. Allerdings habe ich keine Kohle für einen Ring. Und deswegen muss ich mir ein anderes Objekt suchen, womit ich um ihre Hand anhalten werde. Mein Randomizer hat gesagt, Regalbrett Nummer 12, was das da ist, Buch Nummer 21, was das hier ist, Inferno von Dan Brown, oh, ich ahne Schlimmes. Und ich soll auf Seite 61 switchen, mal gucken, welches Objekt ich hernehme, um ihr einen Heiratsantrag zu machen. Kommandozentrale. Schenke ich ihr eine Kommandozentrale, damit sie alles auch spionieren kann um uns rum. Ich meine, in einem Widerstandscamp macht das Sinn, ne? Aber wenn ich kein Geld für einen Ring habe, woher soll ich eine Kommandozentrale bekommen? Ist das überhaupt ein richtiges Objekt? Sollte ich mir was anderes suchen? Ich guck mal, Glaskabine. Glaskabine. Ist das besser als Kommandozentrale? Ich weiß es nicht. Ich werde nur hoffen, dass sie ja sagt. Und wer es glaubt, sie hat natürlich ja gesagt, auch wenn ich ihr eine Glaskabine in der Kommandozentrale geschenkt habe. Naja, auf jeden Fall sind wir jetzt bei unserer Hochzeit angelangt und ich muss den ersten Teil eines Dialogs nehmen und das ist mein Hochzeitsspruch. Was heißt denn Wedding Vows in Deutschland? Gibt es sowas in Deutschland überhaupt? Auf jeden Fall das, was ich auf der Hochzeit sage vor dem Priester oder was auch immer, Pfarrer. Ist es auf jeden Fall wieder bei dem Regalbrett mit den Hörbüchern gelandet. Deswegen habe ich das hier bekommen als Buch Nummer 2. Viel Dialog ist da ja nicht drin. Aber mal gucken, es ist Seite 27. Es kann sein, dass ich einiges blättern muss, um überhaupt einen Dialog zu finden. Aber ich werde irgendwie in der Nähe von einer Seite 27, von der Seite 27, suchen. So, Seite 27. Jocelyn steht da und das ist ein Zitat von ihr. Ja, da denkt man, man kennt sie, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass keiner das wirklich tut. Ist gar kein schlechter Spruch, um meine zukünftige Frau zu beschreiben, oder? Das bedeutet, sie ist mysteriös und was Besonderes? Ich nehme es so, wie es kommt. Ich bin schon wieder auf demselben Regalbrett gelandet. Immer wieder dasselbe, das Unterste und schon wieder ist das ein Buch dieser Reihe. Diesmal das davor, aber okay. Ich muss auf Seite, Moment, was hat mir das Ding gesagt? 171 oder so? 171. Und der erste Ort, den ich da finde, das wird da sein, wo wir unsere Hochzeitsreise hinmachen. Da steht Essensausgabe. Zählt das? Cafeteria? Zählt das? Hoffentlich nicht.
Steht hier denn keine Ortsangabe, kein Israel, kein Amerika, keine Stadt, gar nichts? Steht hier tatsächlich Cafeteria? Ich glaube, ich kann lange suchen. Nehmen wir Cafeteria. Hochzeitsreise in der Cafeteria. Wow, warum nicht? Wir arbeiten schon. In sowas könnt ihr auch Hochzeitsreise machen. Es wurde ein bisschen crazy auf unserer Hochzeitsreise. Und wir erwarten ein Kind. Wie das bei zwei Frauen möglich ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich wurden wir einfach hier crazy und haben uns ein Kind adoptiert. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat mich der Randomizer wieder zum selben Regalbrett geschickt. Wieder zu diesem untersten, überall, wo die aussortierten Bücher sind. Naja, ich soll auf Seite 278 hiervon einen Namen raussuchen und so wird unser Kind heißen. Ich weiß nicht, ob es ein Mädchen oder ein Junge sein wird. Wird wahrscheinlich vom Namen abhängen. 278, jo. Der erste Name. Drew. Drew. Offensichtlich ein Junge. Yay. Zumindest normaler Name. Damit kann ich leben. Diesmal ist es immerhin ein Regalbrett höher gewesen. Zum Glück. Es hat mich zu diesem Buch geführt. Kein Rockstar für eine Nacht. Warum? Führt es mich immer zu den Liebesgeschichten? Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall Seite 236. Und auf Seite 236 soll ich rausfinden, was für ein Haustier mein Junge, mein Sohn, bekommt. 236, genau, weil er sich nach 5 Jahren, nachdem wir 5 Jahre gesprungen sind in die Zukunft, sich ein Haustier wünscht, bekommt er jetzt auch eins. Und wenn ich kein Tier finde, dann muss ich das erste Objekt nehmen, das auf der Seite ist und es als Ersatzhaustier dem Jungen schmackhaft machen. Mal gucken, ob ich hier ein Tier finde. Okay, es ist eine Sexszene. Ja, ich bezweifle, dass ein Tier drin vorkommt und wäre es ein seltsames Liebesbuch. Auf jeden Fall ist das erste Objekt Garderobe, Kleidersäcke, ein Kleidersack. Mein Sohn bekommt einen Kleidersack und ich muss ihm weismachen, dass es besser ist als ein Haustier. Wie soll ich das denn machen? Was soll ich in den Kleidersack reinstecken? Vielleicht ein Welpen? Dann wäre es besser als ein Haustier, weil es ein Welpe und ein Kleidersack ist. Ich habe keine Ahnung. Kleidersack. Ernsthaft? Kleidersack. Diesmal hat er mich zum Glück woanders hingeführt. Ich nehme euch mal mit. Es war das Regalbrett und da habe ich jetzt die 5. Welle rausgezogen. Und auf Seite 442, mein Kind geht jetzt zur Schule und ich soll einen Namen für seine Schule raussuchen. Natürlich steht da jetzt kein Schulnamen auf der Seite, aber ich soll aus verschiedenen Wörtern, die ich auf der Seite finde, einen Schulnamen mir zusammenbasteln. Das Problem ist nur, dass es hier um eine Alien-Invasion geht. Ich glaube nicht, dass da so viele schöne Wörter drin sein werden, dass man sie zu einem Namen von der Schule machen möchte. Aber okay, ja gut, ich habe ein Problem. Seite 442 ist leer. Ich nehme mal die nächste Seite, 443. Ewigkeit, süß Soldaten, Silencer Teenager, was gibt es noch für Wörter hier? Medaillon, Einheit, Zeitpunkt, Major. Gut, Ewigkeit klingt schon mal gut. Der ewige Soldat, Soldatenewigkeit? I don't know. Gruppe, Ewigkeitsgruppe, Wachposten. Wie gesagt, das sind alles keine guten Namen für eine Schule. Silencer, Ewigkeits-Silencer, Silencer der Ewigkeit. I don't know. Was wäre denn ein Schulname? Herzförmig Medaillon. Medaillon der Ewigkeit. Ist das ein guter Schulname? Ich nehme das einfach. Medaillons Ewigkeit. Medaillon der Ewigkeit. So heißt die Schule. Puff, puff, fertig. Regalbrett 2, Buch 14. It is. Also ist es Clockwork Angel. Yay, wie viele Seiten hat denn der fette Klopper? 573. 573. Und das ist Seite 54. In dieser Aufgabe geht es darum, etwas zu finden, was meinen neuen YouTube-Channel ausmacht. Also ich habe natürlich Langeweile in meinem neuen Leben, natürlich. Wie sollte es auch anders sein? Und ich werde natürlich wieder einen YouTube-Kanal
starten. Und auf Seite 54 muss jetzt irgendwas stehen, worum mein Kanal sich drehen wird. Gedanken. Gedanken könnte sein. Aber eigentlich sind es ja immer in Gedanken. Immer wenn YouTuber reden, reden sie über ihre Gedanken. Dolch. Ein Dolch. Ich werde scheinbar einen Waffenkanal haben, wo ich drüber rede, welche Waffen gut sind, welche nicht so gut sind. Welche ihren Job erfüllen, welche schön aussehen. Es geht um Waffen. Why not? Kenne ich mich ja sehr gut aus. In der nächsten Aufgabe geht es darum, mir einen Channel-Namen zu überlegen. Mal gucken, ob mein Channel-Name was mit Waffen zu tun haben wird. Höchstwahrscheinlich nicht. Ich bin jetzt da unten wieder gelandet, aber bei dem anderen Regalbrett. Zum Glück. Und habe das Buch rausgezogen. Und auf Seite 355 muss ich meinen YouTube-Namen zusammensuchen. 355. Es könnte sogar Waffen drin vorkommen, obwohl ich glaube, es ist Thriller ohne wirkliche Waffen. Jetzt komme ich gar nicht auf die Seite. Jetzt blätter schneller. Senator, Couch, Sexton, Fernseher, Medienkommentare. Aller Welt philosophisch. Das nehme ich. Aller Welt philosophischer Quatsch. So wird mein YouTube-Kanal heißen. Aller Welt philosophischer Quatsch. Passt zu mir. Passt wahrscheinlich auch zu Waffen. Quatsch. Passt sehr gut zu Waffen. Seltsamerweise. Regalbrett Nummer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eins da drüber, da wo Sherlock gerade noch alles bewacht. Die sind aber fast alle aus zwei Reihen nur. Von daher habe ich ja nicht so viel Auswahl. Es ist Buch Nummer 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. The Score von L. Kennedy hat wie viele Seiten? Bisschen über 400. 410 gebe ich mal ein. Seite 17. Okay, ich weiß noch nicht, was ich auf Seite 17 rausfinden werde, aber wir werden mal gucken. Okay, ich muss rausfinden, mit welchem Satz ich immer meine YouTube-Videos starten werde. Auf Seite 17, das erste Stück Dialog, das ich da finde, so wird mein Anfang aller meiner Videos sein. Seite 17. Oder du gehst in Garretts Zimmer und schaust dir dort einen Film an. Okay, wahrscheinlich werde ich sowas sagen wie: Hi Leute, entweder guckt ihr euch heute mein Video an oder ihr geht in Garretts Zimmer und schaut euch dort einen Film an. Auch wenn ihr die meisten von euch keinen Garrett zu Hause habt, aber hey, es ist catchy, oder? Hoffentlich irgendwie. In der nächsten Aufgabe geht es darum, was jedem Bücherwurm wahrscheinlich vorschwebt. Ich werde ein Buch schreiben, natürlich, was auch sonst. Und ich muss mir einen Titel überlegen, wie das Buch natürlich heißen wird. Ich denke mal, es wird um Waffen gehen. Könnte sehr gut sein. Also Nummer 7, Regal Nummer 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir sind wieder bei den Hörbüchern gelandet. Mal gucken, welches ich jetzt aussuchen werde. Wir sind wieder bei den Schattenjägern. Immerhin wird es was mit Waffen sein. Würde ich mal schätzen, wie viele Seiten hat das Buch? 125 oder sowas. Seite 40. Mal gucken, ob auf Seite 40 was mit Waffen steht. Wäre passend. Okay, auf Seite 40 ist nur ein Bild. Ich nehme mal da die nächste Seite. Und da steht: Madame Dorothea, Seherin und Wahrsagerin. Okkulte Kuriositäten und Utensilien für die dunklen Künste. So könnte mein Buch heißen. Okkulte Kuriositäten für die dunklen Künste. So heißt mein Buch. Passt zu Waffen. Sag mir ja nichts anderes. Was könnte es auch als nächstes sein, als dass ich natürlich den ersten Satz meines Buches rausfinden muss. Das wird auf Regalbrett Nummer 9 sein, da das 7 ist. Das ist 8, ist das 9. Es ist da unten, da wo ewiglich die Hoffnung in der Mitte steht. 15. Always and Forever, Lara Jean von Jenny Hahn. Seite 112. Der erste Stück Dialog wahrscheinlich oder was auch immer ich da finde, wird der erste Satz in meinem Buch sein. Soweit habe ich übrigens gar nicht gelesen damals. Seite 112. Ich kam nur bis Seite 94. 112. Ich finde, für dieses Kleid bräuchtest du einen größeren Busen. Wie bitte?
Was hat das mit okkulten Schätzen und Waffen zu tun? Nichts. Ich muss nochmal gucken, ob es tatsächlich Dialog ist. Und nein, gar nicht. Der erste Satz wird der Anfang meines Buches sein. Da muss es ja zum Glück nicht um einen größeren Busen gehen. Der erste Satz ist, wir mustern mein Spiegelbild. Gut, zu Okkulten könnte das passen. Ich weiß aber nicht, wie ich von da aus weitermachen kann. Wenn Sie dunkle Augen in Ihrem Gesicht sehen, dann sind Sie ein Dämon. Vielleicht so. Hat was mit Okkulten zu tun. Keine Ahnung. Und jetzt Plot Twist. Ich war ein sehr, sehr dummer Mensch. Denn ich bin natürlich geflohen, weil ein Killer hinter mir her ist. Aber es ist natürlich dann dumm, ein berühmter YouTuber und Autor zu werden. Von daher hat der Killer mich natürlich gefunden. Und jetzt muss ich rausfinden, wer mein Killer ist. Mal gucken, wer es ist. Ich hoffe auf jemand sehr Lustiges. Es ist Nummer 13. Wir gehen wieder zurück zu meinem Sub. Und ich denke mal, die meisten Charaktere von da kenne ich noch nicht. Hey, jetzt bleibt doch nicht hängen. So, das ist dieses Regalbrett. Ich tue mal mein Subbuch dazu, damit es auch von da was sein kann. Auch wenn ich die meisten Charaktere von da nicht kenne. Nummer 6. 1, 2, 3, 4, 5. Natürlich mein Subbuch. What else? Auch wenn ich keinen einzigen Charakter aus diesem Buch bisher kenne. Aber hey, 505 Seiten. 64, Seite 64. Mal gucken, wer der Charakter ist, der mich umbringt. Auch wenn ich keinen davon kenne, aber wen juckt das? Tante Jean. Die ist auf jeden Fall unsympathisch. Die Tante Jean von unserer Protagonistin Nora. Die hat sie auf jeden Fall in der ersten Szene, wo die sich treffen, eine Ohrfeige gegeben. Von daher glaube ich gerne, dass Tante Jean mich umbringen kann. Sie hat die nötige Härte und die nötige Wut hätte sie zumindest. Nee, letzte Frage, glaube ich. Letzte Frage. Mal gucken, worum es geht. Ach ja, wie ich sterbe. Ich glaube, jetzt geht es darum, wie Tante Jean mich umbringt, wie mein Leben vorbeigeht. Oh nein, vorletzte Frage. Erst werde ich tötet. In der nächsten Frage geht es noch darum, was auf meinem Grabstein stehen wird. Aber erstmal, wie werde ich getötet? Nummer 1. Nummer 1. Gehen wir zurück zu dem anderen Bücherregal. Nummer 1 habe ich übrigens die da oben gezählt und die hier. Weil ich will jetzt nicht alle Mangas da dazu zählen und das sind nicht so viele Bücher. Deswegen, ja, habe ich es dazu gezählt. Das sind da oben 2 und hier 3. Ich lasse mal die Manga außen vor, weil es ja auch Magazine sind, keine richtigen Manga. Deswegen sind es nur 5. 2. Buch Nummer 2. Das ist Ellingham Academy da oben. Ellingham Academy. Und wie viele Seiten hat das gute Stück? 459. Das erste Objekt, das ich auf Seite 163 finde, ist das, was sie benutzt, um mich zu töten. Hoffentlich wird das ein leichter Tod. 163. Grapefruit. Kann man jemanden mit einer Grapefruit töten? Wird sie vergiften und ich sie dann essen? Oder haut sie mir mit der Grapefruit so lange irgendwo hin, bis ich sterbe? Oder steckt sie es mir in den Mund und lässt mich ersticken? Das könnte ich mir gut vorstellen. Wie dieser Film Jawbreaker. Kennt ihr den, wo die so ein riesiges Bonbon, ein Jawbreaker heißt das, in den Mund gestopft haben und die dran erstickt ist? So stelle ich mir das vor. Ist auf jeden Fall, glaube ich, kein so schöner Tod. Aber ich glaube, ich hätte es auch schlimmer treffen können. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall finden wir jetzt raus, was auf meinem Grabstein stehen wird. Regal Nummer 4. 1, 2, 3, 4. Ist wieder da. Da. 26 Bücher. Bitte nichts von hinten. Bitte nichts von hinten. 14. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ein Phone of Glass Buch. Natürlich eins von fast unten. Warum auch eins von oben nehmen, wenn man eins von unten nehmen kann? Es ist auf jeden Fall Kriegerin im Schatten. Throne of Glass. Wie viele Seiten hat das Ding? 540. Seite 356 ist meine letzte Zahl für dieses Video. Was war nochmal die Zahl?
356? Ja, 356. Den ersten Satz, den ich finde, das wird auf meinem Grabstein stehen. Selina nickte. Ich glaube, ich nehme den nächsten Satz. Elenas Kleid raschelte wieder und dann saß sie auf der Stufe neben ihr und legte ihr den Arm um die Schultern. Können wir bitte einen anderen Satz nehmen? Ich nehme den Satz, da war eine letzte Sache, die sie zu tun hatte. Das war gut. Das könnte sich auf mein Buch beziehen. Die okkulten Dinge und die Waffen. Besser als Lina nickte. Ich cheate mal ein bisschen bei der letzten Frage und nehme, da war eine letzte Sache, die sie zu tun hatte. Fertig. Ich bin also tot. Ich hinterlasse eine Frau, Abby, und einen Sohn namens Drew, der auf eine komische Schule geht, und einen YouTube-Kanal, in dem es um Waffen geht, und ein paar Bücher, wahrscheinlich auf jeden Fall ein Buch, wo es um okkulte Dinge geht, mit dunklen Kräften. Und ja, ich hatte ein schönes Leben. Was kann man sagen? Ich war dumm, weil ich den Killer auf mich aufmerksam gemacht habe, obwohl ich untertauchen wollte. Aber so ist das Leben. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das so fandet. Ob ihr vielleicht ein bisschen lustig fandet. Ich fand's lustig. Ich habe sehr geschwitzt, weil ich hin und her gerannt bin. Viel Zeit, dass ich dieses Video beende. Okay, ich freue mich auf eure Kommentare und hoffentlich bis zum nächsten Video. Bye.